Activision und zerrissenes Banner Studios. Und Hearthstone. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Ein Let's Test ist es nicht, denn ich mache schon ein, zwei Folgen davon und ich hab's ich hab's auch schon angetestet. Deswegen herzlich willkommen zu Chivalry. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Medieval Warfare. Ja, das Spiel gibt es seit heute, beziehungsweise wenn ihr die Folge seht, seit letzter Woche Mittwoch oder irgendwie sowas. Oder also seit, ja, seit dem 2. Dezember für die PlayStation 4. Gibt schon eine halbe Ewigkeit, glaube ich, für PC. Für Xbox ist es gestern rausgekommen, also am 1. Und ja, in dem Spiel geht es darum, man spielt einen Ritter. Wer hätte es gedacht? Also nicht unbedingt einen Ritter, es gibt mehrere Klassen. Und man muss versuchen, das Gegnerteam auszulöschen. Beziehungsweise, es gibt auch mehrere Missionen, mehrere Spielmodi und Pipapo. Und alles soweit, so gut. Das Spiel ist, ich habe es mir geholt, weil ich gedacht habe, das Spiel wäre vielleicht ein Lückenfüller für For Honor, das nächstes Jahr erscheint. Das werde ich auf jeden Fall holen. Und ja, ich habe schon ein bisschen gespielt und das Spiel ist leider nicht ganz so gut wie erwartet. Man merkt, dass es ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Aber egal, ich zeige euch einfach mal ein bisschen das Spiel und ihr könnt euch ja selber eine Meinung davon machen, wenn ihr Bock drauf habt. So, ich zeige euch mal kurz die Anpassung. Also man hat drei Fraktionen, man hat einmal die Agatha, dann die Mason und die frei für alle, da kann man selber entscheiden, ihr seht schon. Und in jeder dieser drei Fraktionen habt ihr mehrere Klassen, ihr habt Bogenschützen, Waffenknechte, Pikeniere und Ritter. Und ihr könnt euch vor jedem Kampf entscheiden, was ihr haben wollt und was nicht. Ihr könnt das frei entscheiden, was ihr drauf haben wollt. Ich habe mich für einen Torshammer entschieden. Und ja, wie gesagt, ihr könnt, also farblich könnt ihr, im Frei für alle könnt ihr euch, ja, farbentechnisch halt selber was aussuchen. Das seht ihr hier. In den Fraktionen, die sind farblich schon ein bisschen vorgeschrieben. Das heißt, hier die Agatha sind immer so blau und die Mason sind immer so rot. Deswegen, da ist es schon ein bisschen vorgeschrieben. Aber ihr seht, man kann auch trotzdem was Cooles draus machen. Und ja, ich möchte auch gar nicht mehr lange rumschwafeln. Die Ausbildung habe ich abgeschlossen, damit ich mich mal selber in das System reinfinden kann. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal gleich rein. So, wir haben jetzt hier Team-Mission, Team-Deathmatch, frei für alle. Da ist jeder gegen jeden. Bis zum letzten Mann ist quasi ein Last-Team, Last-Man-Standing, klar. Duell ist ein 1 gegen 1. Und der Horde-Modus. Der Horde-Modus ist neu. Den haben sie jetzt extra für die PS4 und die Xbox One wieder mit reingebaut. Da gibt es, ich glaube, 5 Teams oder so. 5 Teams mit jeweils 6 Spielern, die gegeneinander antreten. Und ja, diese Teams sind besonders, denn es sind keine normalen Teams, sondern ein Team sind Skelette, die anderen sind Dämonen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine stinknormale Team-Mission und gehen mal rein. Da ist die Steuerung. Die wird allerdings nie besonders lange angezeigt. Ach da, da war noch was. Mit Perspektive wechseln wollte ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob... Also das Spiel ist Ego-Perspektive. Wir spielen die Mason-Orden. Den mag ich lieber, vor allem, weil er von der Farbe her passt. Und wir starten mal rein als Ritter, würde ich sagen. Die Ausrüstung kann man hier wechseln. Quasi, man kann sich das hier zurecht machen, wie man will. Der Schaden und das Tempo ist klar. Wir nehmen mal das Langschwert mit und das Breitschwert. Das mag ich lieber. Und hier hinten haben wir noch eine Wurfaxt, aber wir nehmen das Turmschild mit. Wir wollen jetzt erstmal fett gepanzert in die Schlacht gehen. So, jetzt gehen wir zurück. Jetzt haben wir das ausgewählt. Und wir nehmen den Ritter und gehen rein. So, es dauert immer einen Moment, man sieht schon. Also so sieht die Map aus im Moment. Die Maps sind nicht besonders groß, macht aber nichts.
Die Musik ist so ein kleines Problem, finde ich. Weil es gibt nicht wirklich Musik. Da Spieler ausschließen, Teamschaden, 32%, nein. Man kann. Es kommen hier bei den Spielen anscheinend ständig Abfragen, ob man Leute rausschmeißen will, weil die sich gegenseitig klopfen. So, da drüben ist ein Gegner schon. Wir können jetzt mal wechseln zu unserem Turmschild. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Und er kriegt jetzt. Au. Das war ein Teamkill von unserem eigenen. Ja, das Kampfsystem basiert quasi wirklich auf Blocken, Parieren und Angreifen. Also man kann blocken, man kann nicht unbegrenzt blocken, weil man hat eine Ausdaueranzeige. Man kann mehrere verschiedene Schläge machen. Man kann einmal seitlich schlagen, dann von oben her. Und man kann treten, beziehungsweise mit dem Schild zustoßen, quasi. Und man kann stechen, natürlich. So. Wenn man die Steuerung ist vom Prinzip her sehr simpel, wenn man die mal verinnerlicht hat, ist das eigentlich gar kein Problem. So. Man hat auch noch normalerweise andere Waffen zur Auswahl. So, wir werden uns jetzt erstmal den hier vorknöpfen. Aha, der umgeht mich. Das ist. Oh shit, jetzt kriegen wir gleich Fett aufs Fressbrett. Ah, ja, das war jetzt klar. Also alleine gegen drei andere Spieler ist scheiße. Es gibt, das Kampfsystem ist wirklich eigentlich so ein ganz schönes System, das sie bei Forerunner dann auch einbauen werden. Und zwar ein simpel zum Lernen, aber schwer zum Meistern System. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, ein Schild blockt dich wirklich nur so nach vorne. Der Schild funktioniert aber auch passiv. Das heißt, wenn ich so rumlaufe und jemand schießt mich von der Seite an, kriege ich nicht unbedingt Schaden. Ah, es gibt eine Third Person. Das ist schön. So ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. In der Ego-Perspektive sieht man vielleicht ein bisschen besser. Aber ich meine, so geht's ja auch. So, da ist schon wieder ein Gegner. So, den haben wir jetzt mal geschlachtet. So, den haben wir auch geschlachtet. Das Spiel ist übrigens nicht. Das Spiel ist übrigens nicht gerade jugendfrei, weil man kann wirklich Köpfe und alles kann man abhacken. So, wir umgehen den jetzt mal. Shit. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. So. Ah, da oben, seht ihr? Warte mal, kommen wir von hier aus hoch? Ja. Ich will jetzt mal gucken, was es damit auf sich hat. Ah ja, der hat einen Wagen verwendet. Und ich will jetzt mal gucken, was es hier oben hat. Was es damit auf sich hat. Es gibt nämlich auch so Belagerungswaffen und es gibt alles Mögliche. So, jetzt gucken wir mal, was hat es damit auf sich. Ah, jetzt bewegt sich der Turm. Ah, ist ja nice. Das ist sehr nice. Ihr seht da vorne, wir müssen das Burgtor aufbrechen. Ich schalte mal wieder in die. Ach so, es gibt drei verschiedene Perspektiven. Oh. Es gibt einmal eine von rechts, eine von Mitte, eine von links und in der Ego-Perspektive. Das ist interessant. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir werden gleich nämlich von hier oben angegriffen. Im Moment, man kann auch Fackeln werfen. Bei solchen Feuern da unten, ihr seht, da steht ein Katapult. Man kann da nämlich auch Fackeln sich holen und die auf gegnerische Gebäude und so werfen. Es gibt auch ganze Spielmodi dafür, da muss man ein bisschen brandschatzen. Man kann so ein bisschen Druck machen. Wow! Der Penner da drüben hat mich mit seiner Ballista auf dem Korn. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ihr seht, der steht da drüben dran und schießt mit der Ballista hier runter. Ist extrem gefährlich, was der da macht. Da steht natürlich jetzt auch noch der nächste. Die haben anscheinend zwei Ballisten da drüben. Aber das ist. Halb so wild. Wir kriegen das auch so hin. Ihr seht, mich hat es gerade etwas zerlegt. Er hat mich jetzt mit dem Pfeil an die Wand genagelt. Auch wenn er keine Wand ist, aber egal. Wo bin ich? So. Ich würde sagen, wir spielen in der Außenperspektive. Das ist ein bisschen leichter. So.
Man muss immer ein bisschen gucken, weil Teamschaden ist ja an. Das heißt, es ist nicht so einfach. Und wir kommen da jetzt auch so nicht gerade, wir kommen da jetzt so nicht so besonders ran, merke ich. Weil die schießen da oben mit ihren Ballisten auf uns drunter. Und wir haben da ein echtes Problem. Wir können den Turm da jetzt auch nicht bewegen oder so. Da kommt schon der Erste, der mich jetzt unbedingt. So, den habe ich jetzt seine Deckung umgangen. Zack, der Arm ist ab. Und so leicht geht's. Also man muss auch wirklich gucken, dass man die Deckung der Gegner umgehen kann. Ha! Ah, jetzt kriege ich gerade fett aufs Fressbrett. Ja, haben sie mich in die Ecke gedrängt, die Schweine. Wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen reingefummelt hat, ist das Spiel eigentlich nicht schlecht. Es ist für zwischendurch, ist es echt geil. Muss ich zugeben. Die anderen Modusse probieren wir natürlich auch noch ein bisschen aus. Ich möchte nicht alles unbedingt machen, sondern halt nur erstmal so euch ein bisschen was zeigen. Und wenn ihr Interesse habt, holt euch das Spiel. Es ist auch nicht besonders teuer. Das gibt es für 20 Euro im Store. Oder in der Ultimate Edition mit noch ein bisschen Anpassungszeug für, ich glaube, 30. Ja, für 30 Euro. Wow, du Penner da oben. Mist, das war's. Oder? Moment. Welche Ballista hat da gerade auf mich geschossen? Ich weiß es gerade nicht. Irgendeine Ballista hat gerade auf mich geschossen. Ich weiß nur nicht, welche gerade. Ah, da ist einer. Und geht der jetzt da oben an der Ballista ran oder nicht? Wir sind gerade auf der Mauer oben. Was mir gefällt ist, man hat sowas wie eine Shotcam. Oh. Ah, man sieht schon, das hat ein bisschen was. Ich krieg die da oben nicht runter, glaube ich. Ich hätte ihn fast erwischt. Da beobachtet mich einer. Wow. Ihr seht, es ist eigentlich ganz lustig mit dem Teil. Ist allerdings auch ein bisschen schwierig zu zielen, weil man muss das wirklich ein bisschen abschätzen und weil die Gegner sich die ganze Zeit bewegen, ist das nicht so einfach. Ich werde jetzt mal versuchen, unserem Kollegen hier unten zu helfen. Wird allerdings auch nicht so einfach, weil wenn ich da jetzt einfach reinballer, dann treffe ich wahrscheinlich den anderen da vorne. Okay, er kommt jetzt näher. Egal. Wir lassen jetzt mal das Ding stehen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den da vorne. Mist, da hat mich noch ein Zweiter gesehen. Ah, okay, wir sind auch zu zweit, das ist schön. Los, draufstechen, abstechen. Jawohl, so geht das. Ah, fuck. Den habe ich erstochen. Jawohl. Oh, da kommt der nächste. Nee, das ist einer von uns. So, wir gehen jetzt sau hoch. Immer schön im Auge behalten, ob hier jemand ist. Ihr seht unten die Anzeige, ich bin fast tot. Lebensenergie regeneriert sich nicht. Das heißt, wenn man kurz vorm Abkratzen ist, ist man halt kurz vorm Abkratzen. Oh, oh. Mist. Den hätte ich jetzt beinahe erwischt. Oh, jetzt bleibt doch mal stehen. Ah. Ach, da war noch einer hinter mir. Der Wargdraugen, den habe ich gestern Nacht um 3 auch gesehen hier bei dem Spiel. Scheint eine sehr kleine Community zu sein. Nun gut. So. Es ist nun mal kein riesiges Spiel. Aber es ist neu. Es ist mal was anderes. Und genau deswegen macht es vielleicht auch so ein bisschen Spaß, weil wenn man sich die Leute kennt in der Community, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. So, haben wir denn irgendwas, um dieses blöde Tor hier aufzubrechen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh ja, die schießen schon drauf. Scheint aber zu funktionieren. Ach, scheiße! Irgendjemand hat mir gerade
heißen Tee auf den Kopf geschüttet. Und ihr hört, es ist sehr schmerzhaft und ich brenne. Das heißt, wir werden nicht besonders lange überleben wahrscheinlich. Was mir aufgefallen ist, ist, was ich jetzt vielleicht ein bisschen negativ sagen muss, ist, wenn man sich für eine Klasse entschieden hat, kann man, glaube ich, nicht mehr wechseln. So, der Herr da hat kein Schild, das heißt, oh oh. Der Herr da hat ein Schild. Na, was sollte ich da machen? Aber ich glaube, ich habe die Gegner... Ich glaube, ich habe die Gegner da ein bisschen irritiert. So, und jetzt können wir sie, glaube ich, auch einzeln abschlachten hier. Ist hier noch ein Gegner übrig? Die waren doch gerade eben noch da. Da ist noch einer. Wo ist denn der Kerl? Da ist er. Und Stich! Den hat er mir jetzt geklaut mit seiner Pike. Aber passiert. So. Wir haben jetzt, als Ziel, irgendwen zu töten. Den da. Hä? Das war, hat mich jetzt etwas irritiert. Sorry, wenn ich hier während dem Kampf immer so ein bisschen nicht, Ach da, doch, man kann Klasse wechseln. Okay, das habe ich nicht gewusst. Wir probieren jetzt mal den Waffenknecht aus. Ihr steigt im Team als Waffenknecht ein, ja. Okay, anscheinend erst, wenn wir wieder gestorben sind. Also wir müssen jetzt die Flucht verhindern und den Penner da unten töten. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich marschiere da jetzt rein und wir greifen uns die. So. Hä? Der hat ein bisschen geleckt anscheinend. So, und jetzt holen wir uns den Kerl. Los, Angriff, Angriff, Angriff. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen, das wundert mich. Also eine stabilere Serververbindung wäre mir schon lieber gewesen. Ich glaube, wir verlieren gerade die Connection. Entweder wir oder ich weiß nicht. Irgendwas scheint auf jeden Fall nicht ganz zu stimmen. Ich glaube, die zwei da verlieren die Connection. Ich bin mir nicht sicher. Die laufen ja alle so weg. Ja, das war's. Verbindungsfehler. Ja, gut. Sowas passiert und damit muss man halt rechnen. Ich würde sagen, das war jetzt erstmal ein kleiner Missionseinblick. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Chivrally, wo wir mal den Horde-Modus testen werden. Den habe ich selber noch nicht getestet und ja, den probieren wir dann mal aus. Also, macht's gut, lasst doch mal ein paar Kommentare da, wie ihr das Spiel findet oder ob ihr es schon, vielleicht schon kennt. Wenn euch dieser kleine Einblick, ja, obwohl, wenn euch nicht der Einblick, sondern wenn euch mein Video, mein Kommentar gefallen hat, lasst ein Like da, ihr wisst Bescheid. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.